Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Ich habe mir erlaubt, schon mal zu Sinta vorzulaufen, um einfach ein paar Sekündchen von der Aufnahme zu sparen. In der Tat war es ja noch in der Nacht, ich musste also noch schlafen bis zum Morgen, aber jetzt ist alles gut und Sinta ist da. Glaub nicht, dass du von mir Rabatt auf meine Waren bekommst, nur weil du einer der unseren bist, klar? Ja, ist ja schon gut. Du hast doch sicher Sachen im Angebot, die nichts kosten. Bäh, hör auf. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Wie schlecht sieht man eigentlich? Viel zu schlecht. Okay. Okay. Gibt dir ab sofort 10 zusätzliche Attributspunkte. Das wäre super. Gerissenheit bräuchte man wahnsinnig viel. Das werden wir, glaube ich, nicht hinkriegen. Intelligenz bräuchte man so viel. Erhöht deinen Kampfwert. Intelligenz nur 4 wird man brauchen. Überlebenstheorie. Erhöht deinen Überlebenswert. Handwerkstheorie. Erhöht deinen Handwerkswert. Persönlichkeitstheorie. Erhöht deinen Persönlichkeitswert. Achso, das ist einfach nur da oben gemeint, ne? Grippe. Da brauchen wir noch wahnsinnig viel. Dass der Gefährte mehr Damage gleich macht, ne? Tierfreund, schwache Tiere greifen dich nicht mehr an. Naja, Attribut gibt dir einen zusätzlichen Attributspunkt mit jedem Levelaufstieg. Das wäre auch fein. Emotional. Sofern deine Kälte zwischen 0 und 20 liegt, bekommst du einen Bonus auf Magie, Psi und Steam-Dauer. Oh, das ist halt schlecht. Ausgeglichen. Aha, Bonus auf Nahkampf, synthetisch, okay. Wir werden, so wie es ausschaut, Intelligenz lernen, ne? Also Attribute, das wäre super. Das geht leider nicht mit Attributspunkte, aber das wäre super. Hier dieses Attribut zu lernen. Das heißt, wir brauchen noch. Oh Gott, das ist so viel Intelligenz. Das ist alles blöd. Mhm. Aber das wäre auch nicht schlecht, erfahrener Jäger. Da bräuchte man nur. Oh, da brauchen wir so viel Intelligenz, immer wieder so viel. Das ist so gemein. Aber das Kampftheorie könnte man wenigstens lernen. Da bräuchte man nur 5 Intelligenz. Wie gemein. Okay, Immer dieser Technikrahm. Ach, halt die Klappe. So, was kostet mich denn da 5 von denen? Ja, es geht. Dann haben wir noch 11 übrig. Machen wir mal das. So, tschung. Dann lernen wir halt das mit der Kampfding. Ich hoffe, das bringt sich was. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Dieses Kampftheorie wäre vielleicht nicht schlecht. Erhöht deinen Kampfwert. Ich hoffe, das ist was Gescheites. Dann nehmen wir das mal. Ja, bitte. So. Dann können wir bei ihr das hier machen. Nämlich, du hast doch sicher Sachen im Angebot, die nichts kosten, weil wir haben jetzt Persönlichkeit 4. Du hast doch sicher Sachen im Angebot, die nichts kosten. Wie kommst du darauf? Das ist doch eine Gemeinschaft hier. Da fällt immer etwas ab. Eigentlich nicht. Aber es kann ja nicht schaden, den Anfang zu machen. Hier, nimm das. Wow, danke. Handeln. Ich will handeln. Mal schauen, was sie hat. Sieh dich nur um. Bitte. Beil, Zwinge, bla bla bla. Dunkelgrüne Stoffkapuze. Aha. Der hat sicher super ausgeschaut. Fellknochen. Mandibeln. Aha. Das haben wir alles eigentlich. Astelfleischsteller. Das haben wir noch nicht. Den haben wir, glaube ich, nicht. Astelfleisch plus Setzerbrot. Regeneration, Gesundheit plus 40. Nicht besonders lecker. Ach, was du nicht sagst. Zwecks Sammelding können wir ja uns das mal antun, oder? So. Gut. Wir haben fast kein Geld mehr. Ich bin sehr sparsam. Handel abschließen. Ja, bitte. Ich würde sagen, wir müssen kochen. Ich wollte sowieso kochen tun. Dafür brauche ich ein Lagerfeuer.
Fackeln gäbe es zu Genüge. Ist da zufällig irgendwo in greifbarer Nähe ein Lagerfeuer? Natürlich nicht. Vielleicht hat der Wirt jetzt eine Kochstelle. Wie auch immer. Theoretisch, aber da kann man nicht kochen. Ist logisch. Wirklich? Aber hier haben wir ein Lagerfeuer. Da schau. So, was können wir denn kochen? Asselfleischteller würde sich ausgehen. Kühlende Brotsuppe. Resistenz Feuer plus 20. Effekt dauert 60 Sekündchen. Drüsensüppchen, Giftresistenz, Hochleistungssuppe. Das wird gehen. Zweimal. Kochen wir glatt. Der Steakteller geht nicht, weil man kein. Was? Wir haben kein rohes Fleisch? Wie geht denn sowas? Warme Suppe. Egal, ich träum. Starke Knochenbrühe. Rüstung plus 10. Boah, die Gesundheit, das ist regt auch nicht schlecht. Dann machen wir da welche. Dann können wir den von mir aus machen. Die Fleischsuppe geht jetzt nicht. Der Apfelschnaps auch nicht. Das gebratene Fleisch muss nicht sein. Okay. Wir müssen scheinbar Viecher klatschen. Wir brauchen rohes Fleisch und Hülle und Fülle. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so wenig haben, aber naja. Gut. Questen. Richtig. Wir wollen... Verdammte Technik. Ach, hör auf zum Sempern. Wir wollen Questen. Und zwar... wir können hier... Die Köpfe müssen rollen. Die können wir versuchen... ob wir jetzt schon stärker sind, ich hoffe es sehr. Dazu bohren wir uns einmal, fangen wir mal mit dem Kerl an, Tierarzt, bohren wir uns zu dem Vulkan dahin, also Firmengelände Vulkan. Und schauen wir mal, ob wir den Kerl umhauen können, weil der hat ja... Die Menschen der alten Welt hielten offenbar nicht viel von Effektivität, wenn ich mir das hier so ansehe. Der ist nur am Maulen, die ganze Zeit. Nur am Maulen. Fürchterlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich richtig laufe, aber wenigstens in Richtung gelbe Pfeile mal. So circa in etwa. Ich hoffe, dass ich jetzt keiner Kampfmaschine über den Weg laufe, dann bin ich wieder hin wahrscheinlich. Da. Okay, da haben wir mal ein bisschen Wasserle. Plitsch, platsch, platsch. So. Aha, da drüben haben wir ein Opfer. Den können wir eigentlich ausrotten. Ich werde mal speichern. So, auf den 11. Genau. So. So. Platsch. Achso. Gehen wir gleich auf Nahkampf. So. Zack, zack, zack. Ist erledigt. Ist fast erledigt. Aber jetzt. Fast. So. Nehmen wir mit. Na bitte, mal rohes Fleisch. Wahnsinn. Super. Und auch ein rohes Fleisch. Gut. Glaube ich. Wie es ausschaut. Irgendwie so. Ja. Wir müssen da lang. Und ich schaue mich auch ein bisschen um, ob es wieder... Ui! Was ist denn das für ein Viech? Ich glaube, das ist ungesund, ne? Das ist, glaube ich, zu stark. Es schaut richtig cool aus, aber ich glaube, dass wir das besiegen können. Ich speichere mal. Wir können es probieren, aber ich glaube, das ist ein Verrektus. Bergtroll. Ja, das ist ein Flektus. Die machen gleich gar keinen Damage. Ich glaube, wir haben überhaupt keinen Schaden veranstaltet bei dem Kerl. Das gibt es hier Trolle auch schon, ne? Obwohl, ein bisschen Damage kriegt er sogar. Ja. Das habe ich mir gedacht. Ne, den lassen wir gut sein. Der ist doch ein bisschen zu heftig. Okay.
machen wir uns besser auf zum Questziel. Das ist, glaube ich, gesünder. Ja. So. Schön umgehen. Vielleicht können wir den... Vielleicht können wir den Kerl da mitnehmen. Da unten sehe ich auch noch ein Opfer. Das ist keine gute Idee. Hauen wir da ab. Ich wollte eigentlich diesen Bergtroll ausweichen. Aber Arx kämpft da oben, das gefällt mir gar nicht. So. Ich glaube, ich suche das weiter. Au! Saufig. Das ist jetzt aber nicht der Ernst, dass mir Reis jetzt umgebracht hat. Ja. Jo, das ist so. Ich versuche dem Ganzen hier mal ein bisschen auszuweichen. Nehme mir das Wiesenkraut hier mit. Lass die Deppen da unten stehen. Ist mir jetzt egal. Blöde Viecher. Dafür haben wir hier ein Opfer. Ah, und ich glaube, da vorne ist schon unser Ziel. Was, der ist erledigt. Das schaut verdächtig aus, ist aber nichts, ne? Na, ist nur ein Auto und altes. Gut, da vorne läuft, glaube ich, unser Ziel herum. Dann probieren wir halt umzubringen, ne? Wird schon werden. Wird schon werden. Das Doof ist, dass ich mit der Waffe nicht laufen kann, ne? Ignadon. Es ist eine Laune des Elends, dass dieses Land nicht eiskalt wie Xarkor ist. Unsere Wissenschaftler vermuten, es liegt daran, dass der Meteor ein unterirdisches Lavafeld ist. So. Die Hitze der Erde ist heiß. Was, der ist erledigt? Alles erschafft ist. Na komm. Wow. Okay, mal ein bisschen ausweichen. Mal einen Teller, also eine Suppe essen. So, Tierarzt ist hin. Und jetzt kommt dieser Keks noch. Da hinten ist noch einer. Ich sehe dich. Komm her, du Grippel. Steinklaue. Passt. Das schaut nicht schlecht aus. Ich glaube, die kriegen Baum. Au. Passt. Erledigt. Ja, das ging ja mal flott. Sehr gut. Einfach mal 5 Gegner ausgerottet. Schön. Gut. Ich glaube, die Quest können wir schaffen. Schädel abnehmen, bitte. Ich nehme dir die Last von den Schultern. Der war schlecht. Echt, der war schlecht. Wow, 2100 Punkte gibt's. Wegen deiner Verfolger. Wegen deiner Verfolger. Hier ist Tirats Schädel. Hier ist Tirats Schädel. Sehr gut. Der Tod steht ihm gleich viel besser. Es dauert einen Moment. Ich habe folgende Information. Im Konverter von Ignadon gibt es einen Tresor mit dem Code 4486. Wie genau kommst du an diese Informationen heran? Das zu verstehen, würde Monate des Studiums voraussetzen. Ich habe Jahre an dieser Technik geforscht. Und die Alps haben dieselbe Technologie? Nein. Ich habe meine Forschungsergebnisse unter Verschluss gehalten. Okay. Warum haben sie dich trotz deines Wissens so leichtfertig gehen lassen? Wieso habe ich damals nie etwas über deine Forschungen gehört? Nee? Wieso habe ich damals nie etwas über deine Forschungen gehört? Viele von uns haben an neuen Technologien geforscht. Aber nicht jedes Projekt war erfolgreich. Ich schätze, dass nur die Projekte im Fokus ihrer Aufmerksamkeit standen, die auch tatsächlich anwendbar waren. Hm. Na gut.
Fein. Dann der nächste. Karte. So. Wir müssen. Ah, der ist es. Den Bergpfad kennen wir doch, ne? Oh je. Gut. Probieren wir unser Glück. Probieren wir unser Glück. Wir sind jetzt hier um einiges stärker als beim letzten Mal. Vielleicht haben wir richtig Glück. Ich glaube, da geht uns schon wieder irgendwas an. Da oben. Ja, ja. Komm her, Skeks. Oh, ich muss mal kurz weg. Okay, das Saufen hat überhaupt nichts bringt. Hör auf, den anzugreifen. Bitte, hör auf, trink mal was Gescheites. Da ist besser. Sehr gut. So, irgendwie... Ja. Und fertig machen. Passt, haben wir noch so ein Opfer. Eine Krallenratte. Aha. Oder? Jetzt richtig gelesen? Kristallratte. So. So. Den hätten wir. Einer ist da drüben und einer ist da drüben. Ich glaube, wir nehmen zuerst den da drüben. Boah, langsam. So. Dazu wäre gut wieder speichern, da habt ihr recht. So, ja und ja. Bei der Party ist wieder gleich zu Ende, das gibt's nicht. Wieso vergeht die Zeit so schnell? Boah, ey. So. Boah, du Krippel. Die halten nach wie vor viel aus. Das taugt mir aber nicht. Wow. Passt, Anne ist schon mal weg. Wieder was trinken. Okay, das hätte ich so nicht machen sollen. Axt ist im Arsch. Das ist ungut. Das ist scheißlich ungut. Wow. Das hätte ich unter Umständen schlauer angehen müssen. Mhm, zu saufen habe ich auch nichts mehr. Wie passend. Hm. Ja, ja, das war klar. Aha, jetzt kommt Axt wieder dazu. Okay, ich habe gerade gemerkt, ich habe gar keine Tränke mehr. Das ist natürlich ungut. Da muss ich schnell schauen, ob ich noch was anderes irgendwo auf Lager habe. Das kommt davon, weil ich kein Geld ausgeben will, ne? Ja. Mana-Trank, kleiner Heiltrank. Der bringt ja nicht so viel. Naja. Was soll man machen? Ich hätte Alchemie noch vorher machen können. Was ist eigentlich mit dem selbstgemachten Essen? Wo war jetzt schnell diese gute, dieses Knochenmark-Ding war das, ne? Wenn ich das Essen hier hingebe, müsste das passen, oder? So. Dann machen wir es noch schnell ein bisschen gesund. Ich glaube, ich kletter mal hier hoch. Vielleicht klappt das ja. Oder auch nicht. Vielleicht war es nicht ganz so verkehrt. Passt, der erste schon mal hin. Dann probieren wir es weiter. Ihn abzuheizen. Jetzt brennt er wenigstens schon mal. Hoppala. Jawohl. Und der ist auch hin. Passt, das lief gut. Daher mit dem Graffel. Und wo liegt der? Ich glaube da, ne?
davon. Passt. Dann haben wir noch zwei, ne? Würde ich sagen, wir machen die noch schnell kaputt. Und dann beenden wir den Part, dass wir ein bisschen an Erfolg haben, ne? Viel bringe ich ja nicht zusammen. Würde ich sagen, machen wir den, oder? Heizen wir den einmal ab. Den machen wir platt. So. Schau. Also schlau ist. Also schlau sind sie, muss man sein lassen. Wow. Ja, habe ich schon befürchtet, dass mit dir angeht. Ja, komm, hau zu. Passt, der ist erledigt. Mal ein bisschen ausweichen. Schnell das Essen. Wow. Hoffentlich verheizt sie den richtigen. Haut's überhaupt hin? Ja, ich glaube, jetzt haben wir ihn trefft. Ich glaube, er brennt. Passt, erledigt. Geht doch. Einfach gut zureden, da passt es schon. Okay. So, wo ist der zweite verreckt? Da. So, her mit dem Zeug. Passt. Jetzt haben wir da wenigstens mal Ruhe. Und ich denke, irgendwie da in die Richtung sollte es weitergehen. Okay. Aber das machen wir halt natürlich wieder mal erst im nächsten Partner, weil der hier ist ja schon wieder aus und geschehen. Na gut, ihr Lieben. Ich werde aber trotzdem mal ein Stückchen des Weges laufen. Vielleicht kommen wir so, werden quatschen auf unserem Ziel ein bisschen näher. Oh, da ist, ist das eine Höhle? Na, schaut mal so aus. Okay. Da ist nichts. Gut. Hier aber was. Na gut und schön, meine Lieben. Dann war es das leider wieder für heute. Jo. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören, schnetzeln, metzeln uns wieder beim nächsten Mal weiter. Also dann, tschüssi!